Hi Marcel. Hi, grüßt euch. Wie geht's dir? Mir geht's sehr, sehr gut, danke schön. Was machst du hier in Krefeld? Ja, ich hole heute mein neues Auto ab hier bei den Pinguinen und beantworte deine Fragen. So. Spielst du jetzt nach 16 Jahren DEL und ein paar Jahren in Nordamerika das erste Mal zweitklassig, also zumindest in Deutschland. Wieso hast du dich jetzt für diesen Schritt entschieden? Das allererste Mal ist es ja nicht. Ich habe ja letzte Saison anfangs schon in Kassel ein paar Spiele machen dürfen auf die Vorbereitung. Ja, warum mache ich das? Ich fühle mich hier sehr wohl in der Gegend. Wir können in Köln wohnen bleiben. Die Kinder können da weiter in den Kindergarten gehen. Und gleichzeitig freue ich mich auch auf diese Challenge, den Verein wieder nach oben zu bringen. Weil ganz einfach, ich bin der Meinung, dass der KIV nicht in die zweite Liga gehört. Was denkst du jetzt so allgemein über den Abstieg, auch über die Saison, über die vergangene? Ja gut, ich habe natürlich den KIV immer schon weiterverfolgt und gerade dann auch intensiver ab Neujahr ungefähr. Das ist natürlich bitter gelaufen mit den vielen Verletzten und Corona-Ausfällen, dann mit den verschobenen Spielen und so. Aber im Endeffekt ist es jetzt so, wie es ist und damit muss man umgehen, die Chance beim Schopfe packen und daraus vielleicht einen Neuanfang zu machen. Wie siehst du so allgemein die zweite Liga? Das ist auch eine gute, sehr gute Eishockey-Liga und sind auch alles Profis dort und wir dürfen es auf keinen Fall unterschätzen. Und müssen jedes Spiel mit 100% reingehen, mit Kampf, Leidenschaft und Wille. Und man darf es einfach nicht unterschätzen. Das ist, glaube ich, das Schwierigste an der ganzen. Und Ziel für nächste Saison ist ganz klar Wiederaufstieg. Mein persönliches Ziel auf jeden Fall. Und ich denke, dass auch der ganze Verein das gleiche Ziel vor Augen hat. Wie wirst du so deine Rolle im Team sehen? Ja, also ich will natürlich mit Leistung vorangehen und gleichzeitig dann auch die jüngeren Spieler auf eine gute und schöne Karriere vorbereiten und als gutes Beispiel vorangehen. Was denkst du, worauf es nächste Saison speziell ankommt? Ja, ich glaube, was ich eben schon gesagt habe, man sollte keinen Gegner unterschätzen. Ich denke, jedes Spiel wird sehr, sehr hart werden für uns, weil jeder kommt nach Krefeld und möchte hier gewinnen. Gleichzeitig, wenn wir irgendwo hinfahren, ist genau das Gleiche, dass wir als Top-Mannschaft in die Liga gehen, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Und jeder möchte die Top-Mannschaften schlagen und das Gleiche wird Kassel auch vor Augen haben, Dresden. Da geht es halt von jedem Spiel, in jedem Spiel von der ersten Sekunde an voll da zu sein und alles zu geben. Freust du dich am meisten nächste Saison drauf? Ich freue mich natürlich wieder in Krefeld vor den Fans zu spielen. Ich hoffe, dass die zweite Liga da auch sehr, sehr gut angenommen wird und dass wir da auch bei den meisten Spielen viele Zuschauer haben und einfach auf die Stimmung. Ich habe es immer gemocht, in Krefeld zu spielen. Ja, du hast die Fanbase gerade schon mal angesprochen. Was denkst du, was macht die so speziell in Krefeld? Die Tradition. Also das ist ganz klar. Ich glaube, den Verein gibt es schon sehr, sehr, sehr lange und hatte immer sehr guten Support. Und ja, auch als Auswärtsmannschaft war hier immer Stimmung und hat Spaß gemacht zu spielen. Und ja, nicht einmalig, das aber sehr außergewöhnlich, dass halt so ein Support auch in schlechten Zeiten hier in Krefeld gibt. Jetzt haben wir ja nicht nur Profisport, Eishockey in Krefeld, sondern auch Jugend. Was denkst du so allgemein über den Eishockey-Standort Krefeld? Ja, der Eishockey-Standort Krefeld ist groß. Also wie gesagt, man hat mit der Rheinlandhalle und der Werner-Rittberger-Halle noch zwei weitere Flächen und auf so engem Raum. Ich glaube, davon können viele Vereine nur träumen. Nicht umsonst sind halt auch schon viele Spieler aus der KIV-Schmiede hervorgekommen. Jetzt haben wir noch Alex Weiß im Team, der weiterhin in Krefeld bleibt. Ihr beide kennt euch aus Köln. Wie ist denn so eure Beziehung zueinander? Wir kennen uns schon noch viel länger. Also Ente und ich, wir haben schon zusammengespielt in Berlin. Damals als Teenager, ich glaube, er war ist ein Jahr älter als ich und haben da schon dann zusammen in der Oberliga damals gespielt mit 17, 18 und ja, seitdem kennen wir uns und verstehen uns auch gut und ich freue mich auch darauf, den Alex dann wiederzusehen. Kennt ihr nicht den Spitznamen, nee, oder? Wo kommt der her? Ja, das behalte ich dann noch für mich, das kann er dann selber, wenn er möchte, ja, okay.
aufklären. Wo kommt denn dein Spitzname her? Ja, mein Spitzname damals in der DNL bei den Jungadlern. Waren wir auf einem Turnier in Kanada und da hat der Kommentator immer Maller gesagt, Maller, Maller. Und weil er halt das Müller nicht aussprechen konnte. Und daher kam es dann so und ich fand halt Maller mit M-U-L-L-E-R fand ich ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich es ein bisschen dann gepimpt und habe es dann M-A-L-L-A gemacht halt, ne? Ja, und später dann haben sie aber, als ich dann in Kanada gespielt habe, haben sie immer Müller gesagt. Also M-E-W und dann weiter. Aber warum der damals Maller gesagt hat, keine Ahnung. Wenn du in deiner Karriere, du hast jetzt eine ziemlich lange Karriere und auch eine aufregende Karriere hinter dir, wenn du einen Zeitpunkt auswählen könntest, wo würdest du hin zurückreisen? Das ist eine schwierige Frage, aber jetzt im positiven Fall, also was ich, welchen Zeitpunkt ich nochmal erleben wollen würde. Ja. Ja, da gibt es vieles. Also damals das Outdoor-Game auf Schalke vor 90.000 Zuschauern war unglaublich. Olympischen Spiele 2010 waren in Vancouver unglaubliche Erfahrung. Und natürlich auch die NHL-Spiele waren unbeschreiblich und kann man sich also auch nicht nochmal hineinversetzen. Also das sind so schon dann die Top-Highlights. Wie bereitest du dich auf so ein Spiel vor? Also hast du da irgendwelche bestimmten Rituale? Nee. Oder also gehst einfach raus und spielst? Ja, also ich bin da, glaube ich, sehr, sehr pflegeleicht. Es gibt ja Leute, die sind sehr konzentriert, schon 3-4 Stunden vorm Spiel. Da bin ich, glaube ich, ein sehr lockerer Typ und versuche auch immer so wenig Zeit wie möglich vorm Spiel in der Eishalle zu sein. Also wenn 2 Stunden vorher Treffen ist, dann bin ich halt wirklich 2 Stunden und 2 Minuten vorher da. Das Einzige, was jetzt aber für mich eher Routine geworden ist, dass ich mich immer oder meine Ausrüstung links zuerst anziehe. Also alles, was angezogen werden muss, ob es Schlittschuh, Ellbogenschoner sind, Schienbeinschoner ist links zuerst. Aber das ist jetzt kein Ritual, sondern eher Gewohnheit. Was machst du dann so nach dem Spiel? Also bist du dann eher jemand, der sich das Spiel dann nochmal direkt anguckt oder damit gar nichts zu tun haben will? Ja, nicht direkt anschauen. Als allererstes, wenn wir gewonnen haben, Scheiße quatschen und die Zeit genießen, dass man gewonnen hat. Weil es gibt halt nichts Geileres oder kein besseres Gefühl, als ein Spiel zu gewinnen. Ja, dann am nächsten Tag meistens schaue ich mir es dann schon nochmal an. Als Führungsspieler, wie hält man jetzt so ein Team zusammen, was in diese Situation steckt, dass man nach 30 Jahren abgestiegen ist? Das wird ja schon eine spezielle Situation werden. Ja, ich glaube, es gilt, die Jungs halt wirklich darauf vorzubereiten, was ich vorhin schon gesagt habe, dass einfach jedes Spiel gleich hart gespielt werden muss und dass man niemanden unterschätzen darf. Ich glaube, das wird die größte Gefahr werden, wo wir stolpern könnten oder hinfallen könnten. Und es werden viele Jungs, die haben noch nicht zweite Liga gespielt oder kommen aus der DEL. Und da heißt es dann, die Jungs halt da in die richtige Richtung zu drücken und alle Mann an Bord zu bekommen, dass halt wirklich jedes Spiel von vornherein mit 100% gespielt wird. Bist du denn eher jemand als Stürmer? Wahrscheinlich machst du ja lieber den entscheidenden Treffer, als ihn zu verhindern. Ich glaube, dass mit dem Alter lernt man dazu und gerade jetzt die Playoffs mit Köln habe ich eine sehr defensive Rolle gehabt in der Mannschaft und auch das macht Spaß, wenn man den Treffer verhindern kann kurz vor Schluss. Und in so einem Team ist es dann auch riesen Anerkennung oder das Team zeigt auch riesen Anerkennung für die Spieler, die sich halt in den Schuss schmeißen. Und im Endeffekt geht's in meinem Alter nur doch darum zu gewinnen und wenn ich dann halt in dem Spiel kein Tor schieße und dafür aber 2 verhindere, sage ich jetzt mal, ist das genauso geil, wie wenn du 2 Tore schießt und das Spiel gewinnst. Was für Mitspieler brauchst du, damit du erfolgreich bist? Lustige. Nein, lustige, also ich denke, dass man generell abseits des Eises eine lustige und harmonische Truppe haben muss, um erfolgreich zu sein. Und ich persönlich hätte gerne jemanden wie Daniel zum Beispiel, der komplett das Allround-Paket ist, sag ich mal, der selber Tore schießen kann und Pässe spielen kann und Mitspieler sieht,
dass man halt davon profitiert. Und genauso versuche ich dann auch meine Mitspieler halt in Szene zu setzen, dass ich versuche halt, sie auch besser zu machen. Und gleichzeitig braucht man aber auch Leute, die einen selber besser machen. Das ist denn jemand, der lieber 1-0 gewinnt oder 9-8? Das ist eine gute Frage. Eigentlich ein 1-0 ist cooler, weil jeder hat dann davon mehr als ein 9-8. Also Torwart, Verteidiger, Stürmer haben von einem 1-0 mehr, als wenn man 9-8 gewinnt. Aber Auswärtsfahrt, bist du eher Team Netflix oder schläfst du dann nur? Nee, Netflix. Also Hinfahrt Netflix, Rückfahrt schlafen. Was guckst du so auf Netflix? Ah, meistens Serien und oder eigentlich nur Serien, Filme eher weniger. Hast du da eine Lieblingsserie? Da gibt's so viel. Ich fand die Drive to Survive Formel 1 Show sehr interessant, weil ich Motorsport begeistert bin und dass man da so schön hinter die Kulissen schauen kann, fand ich gut. Und wird aber auch gezockt im Bus. Also. Bist du denn selber irgendwie schon mal im Rennsport aktiv gewesen? Oder? Ja, also jetzt nicht Go-Kart bin ich viel, habe ich selber auch ein Rennen-Go-Kart zu Hause stehen und da bin ich halt viel in Kerpen, jetzt wo Michael Schumacher aufgewachsen ist, unterwegs. Aber mit dem Dach über dem Kopf noch nicht, aber kommt hoffentlich auch noch mal. Bist du denn auch im privaten Rahmen jemand, der schnell fährt oder hält sich da zurück? Ich halte mich immer ans Tempolimit. Ah, okay. Nach der Karriere mal Trainer oder eher Spielerberater? Trainer, ja. Und dann eher im Profi- oder im Jugendbereich? Das ist eine gute Frage. Ja, ist schwierig. Also ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Aber ich weiß, dass die Arbeit mit Kindern sehr, sehr schwierig ist oder schwierig sein kann. Und gleichzeitig liebe ich aber auch die Competition und diese Herausforderung, erfolgreich zu sein, was natürlich im Profibereich viel ausgeprägter ist als im Nachwuchsbereich. Also ist eine schwierige Frage, da müsste man dann wahrscheinlich dann erstmal die Erfahrungen sammeln, um dann da Fazit geben zu können. Und wärst du dann eher ein Head Coach oder ein Assistant, der sich dann nur um Spielerentwicklung kümmert oder dann doch schon aufhören? Auch das ist schwierig. Also ich könnte mir beides vorstellen. Ich glaube, es macht beides hat so seine Reize und aktuell würde ich mich eher wahrscheinlich als so Co-Trainer, Skills Coach näher an der Mannschaft sehen als Head Coach, aber im Endeffekt, wie gesagt, da muss man die Erfahrungen machen und dann schauen, was. So am liebsten deine Freizeit? Mit der Familie. Natürlich, Freizeit ist immer jetzt Familie, beiden Kinder, aber wenn ich die Kinder mal nicht habe, dann ist es halt, glaube ich, wie jeder andere auch oder viele andere auch, zocken, Freunde treffen und einfach Spaß haben und Sachen machen, die man mag. Also da gibt es so viele Sachen, wie gesagt, Go-Kart fahren, Tennis spielen und all so eine Sachen, Inline-Hockey spielen, gefallen mir. Und Hauptsache mit coolen Leuten, mit den Leuten, die ich mag, eine schöne Zeit haben. Die Kiddies denn schon ans Eishockey rangeführt? Oder? Ja, das ist unvermeidlich, wenn du einen Vater hast, der Profi-Eishockeyspieler ist, dass die Kinder dann nicht zum Eishockey kommen. Also Theo ist jetzt 5 geworden, der spielt jetzt auch schon 2 Jahre bei den Junghaien und für den gibt es aktuell nichts anderes und ist schön zu sehen, dass man da so seine Leidenschaft dann weitergeben kann. Würdest du ja immer wünschen, dass er dann auch irgendwann mal Profi wird oder sagst du? Für meine Kinder wünsche ich mir nur, dass die das machen, woran sie Spaß haben und da erfolgreich sind und da ist mir vollkommen egal, was sie machen. Hauptsache, sie haben Spaß und sind erfolgreich. Wie sieht jetzt noch dein weiterer Sommer aus? Ja, viel Training. Wir fliegen jetzt erstmal in Urlaub Ende Mai. Und dann heißt es, sich vorzubereiten auf die Saison. Es ist weiter, sich vorzubereiten und dann bestmöglich in die Saison zu starten. Dein Schläger hatte in deinen Krefelder Jahren den Spitznamen die gelbe Peitsche. Ja, bleibt gelb. Also, gelb, bleibt gelb. Ja.
Und da können wir auch wieder voll Peitschenpower erwarten. Ja, ich hoffe es und gebe mein Bestes. Hi Fans, freue mich auf die Saison mit euch und wir sehen uns dann im August.